Jacare, 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 Jacare. Der Junge und sein bester Freund, kleiner Donner, sind zu allem bereit. Jacare, Jacare, Jacare. Ist dein Freund mal in Gefahr, sind die beiden immer da. Jacare, Jacare, Jacare. Uns nicht. Ja! Haha! Lauf! Halt an, kleiner Dachs! Du hast meinetwegen gewonnen, aber wir reiten zu weit weg. Die können einfach nicht verlieren. Die Dorfältesten wollen nicht, dass wir das Tal betreten. Es ist verflucht. Ja. Nicht, kleiner Dachs! Weiter werde ich euch nicht tragen. Kein Pferd der Prärie würde sich in diesen Irrgarten wagen. Ja! Sie geben auf, Schnellerblitz. Wir haben endlich gewonnen. Diese Feiglinge, sie haben tatsächlich Angst vor... Frechheit. Wohin willst du, kleiner Siux? Hallo. Weißt du nicht, dass dieses Tal für die Siux verboten ist? Halt! Komm zurück, kleiner Dach! Was tun? Der Biss der Schlange bringt den Tod. Oh. Euer Pony ist in Gefahr. Was können wir tun? Unser Dorf ist weit weg und er kann nicht mehr laufen. Oh. Oh. Kleiner Donner! Wir werden dich retten. Das Pony braucht unbedingt ein Gegengift. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich hole den Medizinmann. Es ist alles meine Schuld. Ich mach das wieder gut. Dafür ist keine Zeit. Lass es. Er zittert ja immer stärker. Höre. Hier in der verfluchten Schlucht, hinter den großen Felsen, lebt ein Einsiedler. Ein Weiser. Er wird die rechte Medizin für dein Pony wissen. Er kennt die Gifte aller Schlangen. Keine Angst, kleiner Donner. Ich komme bald wieder. Mit der Medizin. Bitte bleib bei ihm, Regenbogen. Er braucht dich jetzt. Du kannst dich auf mich verlassen, Jacare. Die verfluchte Schlucht. Niemand von unserem Stamm hat sich da je hineingewagt. Aber wir haben keine Wahl. Oh, ist das tief. Wie sollen wir den Weißen hier... Ach... Egal, wir haben keine Zeit. Los jetzt! Was war das? Ein Echo? Dass das ein Echo ist, weiß ich. Aber was für ein Echo? So ein Geräusch habe ich noch nie gehört. Das ist ein Geist! In dieser Schlucht spukt es! Das war der Geist des Weisen. Er sucht uns. Unsinn. Das war nur der Wind oder sowas. Ein Pony mit ganz riesig langen Ohren. Ich bin kein Pony. Hä? Ich bin ein Esel, Kleinmensch. Und du bist hier fehl am Platz. Was ist denn das?
Was will es hier? Hey, ihr Ziegen, mischt euch da nicht ein. Tch, immer nur am Meckern. Und mies gelaunt. Hört mal, ich will nichts Böses. Es ist nur... Los, jetzt schieb hier ab. Du bist im Reich der Ziegen und ich pass auf. Nein, hör doch zu. Ich bin hier, um meinen Freund zu retten. Kleiner Donner, das ist mein Pony. Es ist sehr krank. Ja, Kari! Hallo, ja, Kari! Und darum bin ich hier. Ich muss diesen Weisen finden. Nur er kennt die Medizin, die Kleiner Donner heilt. Ein Weiser, der ganz allein lebt. Unser Herr ist... Schluss jetzt, Klappe zu. Mein Auftrag ist es, die Ziegen zu hüten. Und es ist ausgeschlossen, dass ich meinen Posten hier verlasse, um dir den Weg zu zeigen, klein Mensch. Yakari, mein Name ist Yakari. Und es geht um Leben und Tod. Also wenn du mir nicht helfen willst, sag mir wenigstens, wo ich ihn finden kann. Ich wiederhole, meine Aufgabe ist es, nur die Ziegen zu hüten. Und Fremden werden keine Auskünfte erteilt. Außerdem möchte mein Herr nicht gestört werden. Yakari! Yakari! Kleiner Dachs! Ist das ein Labyrinth hier? Ich habe das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Da oben, vielleicht kann man von dort aus mehr erkennen. Hey, reiß dich mal zusammen. Das ist heute schon das zweite Mal, dass du mich abwirfst. Hallo? Heute gibt's wirklich jede Menge Überraschungen. Ich suche meinen Freund. Vorwärts, ihr Meckermäuler! Tempo! Oh. Wartet! Geht nicht weiter! Passt auf! Da vorne! Da ist ein Abgrund! Soll uns dieser Trick etwa aufhalten, klein Mensch? Nein. Na bitte, was habe ich gesagt? Ja, aber ich... Wir haben keine Zeit zu verlieren. Folgt mir. Schnell, hilft mit. Beeilt euch. Helft mir. So ist's gut, ganz langsam. Vorsicht. Gut gemacht. Ihr seid auf der Suche nach mir? Ja, wir brauchen ein Gegengift. Kleiner Donner, das Pony von Yakari, wurde von einer Schlange gebissen. Jeder Tag wartet mit neuen Sorgen. Ich habe heute meine Ziegen verloren und den Esel. Das ist nicht schlimm. Ich kann dir vielleicht helfen. Ich bin der beste Fährtenleser meines Stammes. Und ich... Alles kehrt wieder in dieser Welt. Kümmern wir uns zuerst um die Medizin. Die Medizin? Klingt gut. Als erstes suchen wir die und dann die Ziegen. Du wirst sehen, mit mir wird das kein Problem. Ich werde... Wo gehst du hin? Lass mich doch nicht allein. Hey, warte mal. Du bist ein Held. Das war sehr tapfer. Danke. Du bist sehr mutig und klug, klein Mensch. Yakari. Ich war störrisch. Verzeih mir. Du kannst mir immer noch helfen. Ich muss ganz schnell zu deinem Herrn. Hey,
Halt durch, kleiner Donner. Yakari kommt wieder. Er hat es gesagt. Man muss nur die Spuren entdecken. Naja, auf den Felsen ist das natürlich schwierig. In der Prärie kann ich das besser. Aber ich sagte dir schon, es eilt nicht im Mindesten. Mein Esel ist bei den Ziegen und passt auf sie auf. Dein Esel? Wer ist das? Noch jemand, der so weit ab von allem wohnt wie du? Hä? Keineswegs. Ein Esel, das ist ein... Ein Ungeheuer! Das ist ja ein Pony. Das ist mein Esel. Da staunst du, was? Hier ist die Medizin für dein Pferd. Danke. Hoffentlich hilft sie ihm noch. Verschwindet! Yakari, beeil dich und komm schnell zurück. Wo bleib... Lass ihn in Ruhe! Ich hab's geschafft! Ich hab die Medizin! Ich wusste es doch! Komm bitte schnell! Kleiner Donner, du hast es also noch geschafft, Yakari! Natürlich! Ist ja klar, ist ja auch mein Verdienst, denn wenn ich nicht... Nein! Hey! Schneller Blitz, bleib hier! Soll ich dich vielleicht mitnehmen? Ja.